Dazu oder so rausgeladen und zurück zu Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Habt ihr doch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne es ja gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Was wo machen wir weiter? Ja, ich weiß nicht, irgendwie läuft der Zeit nicht alles so gut. Ich weiß nicht warum. Immer mal Garage Kopf, ja, Kopf auswählen, Kopf. Was spielen wir als Kopf, oder? Aber mal als Kopf machen, ne? Verkehrspolizei. Stoppe Sportwagen, die das Tempolevel überschreiten und durch Seacast County rasen. Alright. Alright, auswählen. Der Interceptor. Dieser in den 1950er Jahren erstmals von der Ford Motor Company gebaute Wagen wird liebevoll Crown Vic genannt. Alright. Und Crown Vic. Kugeliges Ding hier. Hässlich, oder? Naja, wir wollten mal zumindest mal das Auto anschauen, bevor wir hier loslegen. So, nehmen wir solche und dann Karriere. Ich würde auch gerne mal als Kopf spielen, ne? Darf aber nicht. Das ist neu. Oh, aber mal gucken hier, ne? Future Perfect. Mal schauen, wie es läuft. Ich weiß nicht, was mir. Irgendwie spinnt mein OBS zurzeit. Keine Ahnung. Ah. Ein Ausdruck der Freude. Der BMW Z4 S-Drive 35 IS ist eine moderne Neuinterpretation des neue klassischen Roadsters. Neue Folie machen. Mal Farbe ändern. Oh ja. Ah, ich kann da machen. Farbton. Ja, okay. Sättigung, Helligkeit. Oh, schön. Was war noch? Perlmutt? Matt? Ah, sieht nicht schlecht aus, ja? Auswählen? Zurück? Yes. Wie kann ich denn die Farbe? Letztes Mal habe ich die Farbe noch zu mischen können. Ich weiß auch nicht. Oh, Farbe ändern. Aber sieht schon cool aus. Ich lasse es so. Ja. Speichern. Irgendwie muckt er zurzeit. Das OBS, immer wenn ich start, verwerfen. Hat er irgendwie. Hey, wo ist jetzt mein Auto? Wo ist jetzt meine Farbe? Ich wollte eine neue Folie nehmen. Ah, das sieht halt auch stark aus, ne? Farbe ändern. Okay. Auswählen. Ja, da mal die speichern. Speichern zurück. Zurück. Bist du mit der Bearbeitungsfolie fertig? Speichern. Zurück. Zurück. Abbrechen.
Ich bin ja zurück hier. Ich bin ja zurück ins Menü. Ich möchte nur zurück ins Menü. Verwerfen. Verwerfen? Verwerfen. Ich weiß nicht, warum man das nicht übernimmt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ein Ausdruck der Freude. Der BMW Z4 S-Drive. Ich habe keine Ahnung, was ich da getrieben habe jetzt. Ja, Autofahren, ja. Ich check's mal, weil heute check ich's glaube ich nicht. Irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander. Nein, ich möchte meine Folie. Ja, Ein Ausdruck der Freude. Der auswählen. BMW. Ich wollte eigentlich mein grünes Ding, ne? Zurück. Speichern. Zurück, geht jetzt zurück, ja. Darf ich jetzt starten? Ja, zurück. Verwerfen. Oh, da ich weiß, was er mit da für ein Scheiß. Wir starten aber mal. Dieses auch Verdopplung da, ich weiß nicht, woran es liegt, warum hier mein OBS zur Zeit so blöd macht. Keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen. Ist halt alles bei mir als normale Standard, ne? Es funktioniert immer nicht immer alles so, wie es eigentlich funktionieren soll. Ah, da stehen wir doch drüber, oder? Mach jetzt Wäsche draus. Fortfahren. Weg da! Weg daher, aus dem Weg hier! Aus dem Weg! Das war schlecht hier! Das war ganz schlecht hier! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Peinlich, oder? Aber ich habe mal einfach riesig Spaß damit. Aber warum er mein grünes Auto nicht genommen hat, das frage ich. Ja, der Nitro ja einsaugen, ja. Immer leider letzter, ja. Oh, da darf sie nicht aufs Gas stehen, ja. Wow. Oh, Mann, das ist ein Race, ja. Ein Race, ja. Eine Randsaugung, ja. Oh, scheiße, mein Land. Oh. Ich wollte mein grünes Auto. Da kommt der andere wieder her. Hau ab, ja. Oh.
angeeckt. Oh, böse Welt. Ja, ich mach mein schönes Auto hier kaputt. Gibt's ja nicht, oder? Gibt's doch nicht hier. Das war klar. Oh! Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab mit den anderen. Ein Kilometer bis zum Ziel, ja. Weil ja Gas geben, ja. Ah, Bronze, wenigstens Bronze, ja. Dritter bin ich noch geworden, scheiße. Aber immerhin ein Medal. Ah, war das ein Akt, oder? Ein Akt der Verzweiflung. Kein neuer Wagen. Alles kaputt gemacht hier. Ah, was haben wir denn hier neu? SCP. Oh, das können wir noch machen. Polizeiwagen fahren, ne? Willkommen, Kadett. Du beginnst deine Karriere als Rang 1 Kadett mit begrenzten Zugriffsmöglichkeiten. An der Spitze der Geschwindigkeitskontrolleinheit stehen die Rang 20 Ultimate Enforcers, die Zugriff auf alle Fahrzeuge und Ressourcen für Verfolgungseinsätze haben. Deine Leistung im Einsatz wird bewertet oder wertet nur deine Karriere im SCPD. Alle Aktionen werden überwacht und das System als Kopfgeld aufgezeichnet. Je mehr Kopfgeld mit einer Aktion erhältst, desto schneller wirst du auf den nächsten Rang befördert. Ja. Mit jeder Beförderung erhältst du größere Befugnisse im SCPD, dass du dann Zugriff auf neue Fahrzeuge, Ausrüstung und Missionen. Die normale Vorgehensweise ist, vor den Verdächtigen zum Anhalten zu bringen oder das Fahrzeug durch starke Beschädigungen auszuschalten. Als Interceptor bist du befugt, jede zur Verfügung stehende Maßnahme einzusetzen, um den Verdächtigen zu stoppen. Ja, ganz easy, oder? Ganz easy. Alle Interceptor-Einsatzfahrzeuge sind mit einem SCP-Mikrosystem ausgerüstet. Verwende das System, um deine Fahrzeuge... Alright, genug gelabert. Wir wollen das Spiel heute hier. Heute wirst du den Ford Crown Victoria fahren. Jo. Sobald du dich im Department entsprechend bewährst, wird dir die Einsatzleitung exotischere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Starten. Let's begin. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Ist das ein Fernschaden an, indem du Racer mit einem EMP beschießt? Ja, wie denn das? Frontale Straßentreffer richten viel Schaden an, trifft die. What? Mhm, speziell getuned, ja, das haben wir mal. Das werden wir jetzt sehen, ne, in dem Rennen. Das werden wir jetzt sehen, ne. Bang. Boom, boom. Ein Mazda RX-8 in südlicher Richtung auf der Richtung Points Road. Ich gehe mal auf Fahrstuhl rum. Jesus. FBI, open up. Aber wie macht man EMP? Keine Ahnung, wie man EMP macht. Oh yeah.
31 Sekunden habe ich gebraucht, naja. Aber immerhin Auszeichnung erhalten, hä? Neuer Wagen bei Pünktler. Oh, ich habe ein neues Auto. Ich habe ein neues Kärchen. Fahr können. Oh, scheiße. Neues Fahrzeug beschafft. Subaru Impreza. Nice one. Ja, immer nicht schlecht, hä? Das fahren wir jetzt noch, diese eine, und dann geschmeidig hier. Okay. Das fahren wir jetzt noch. Wenn wir schon dabei sind, dann muss ich auch rentieren, nicht die Aufnahme. Ah, so einer ist das. Jo. Auswählen. Impreza WRX 11 for the game. Escape to the beach. Vereitle das Rennen, um das meiste Kopfgeld zu erhalten. Und damit soll er Lummerkarre. Drei Verhaftungen, 6000 Euro Kopfgeld, 6000 Dollar. Ja, gespannt hier. Ja, Kopfweh habe ich, Leute. Tierisch, aber ja, 4 Stunden gestreamt. Jetzt haben wir auch wieder kurz vor 3 Uhr morgens. Nebenbei, ich glaube, mein Wasser kocht schon lang. Aber ich bin halt am Aufnehmen. Muss auch was aufnehmen. Ne? Escape. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf dem Fisch. Holy moly, Anerkennung erhalten. Jesus Christ, ja. Jesus Christ. Oh, ich bin der geborene Polizist, auch gesagt. Verfolgung ist unterwegs zum Sunset Drive. Ah, das Auto kann ja nicht fahren, ja, wenn es mal Gas gibt, ja. Scheiße, ja, ich sag's ja, das Auto taugt nichts. Das Auto taugt nichts. Ich wollte ihn ausbremsen. Mehr wollte ich doch gar nicht machen. Ich wollte doch nur ausbremsen. Vorne ist er. Hatte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Ja, es ist ein Arschloch, ja.
Na, leg die mir her. Dreckspanzer. Jetzt geht doch der andere her. War die gut. Oh. Das war der gute. Drücke Shift, ja, ich drücke Shift, ich hab kein Shift. Ah, oh, Gott sei Dank, ja. Wow! Auszeichnung erhalten! Du steigst auf den ersten Platz Speedwall ein! Neuer Wagen, 20.000, das kriegen wir zusammen, oder? Nein? Nein? Yes! Neuer Wagen! Wir haben neuen Wagen, aber ganz knapp hier. Oh, ich bin in Duales befördert. Hä? RCPD, neues Fahrzeug beschafft. Geil. Mazda RX-8. Oh yeah. Ching-a-bang. Ohne Ford Police Intercept Concept. Wow. Und nochmal einer. What the hell, neues Fahrzeug beschafft. Ja, wie viel noch? Ein Porsche Cayman S. Yes. Ja, da ist er ja, Papas Liebling hier. Also, als Kopfspiel macht, glaube ich, noch mehr Spaß. Wow. I love it, Freunde. Geilomat. Aber ich würde sagen, für heute war es das mal wieder mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Mir hat es mal wieder riesig Spaß gemacht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, Köpfchen drücken, press that button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss mit Öl, Figeliger Rotz, euer Rosti, thank you, bye, stay healthy, my friends, and have a wonderful time and stop the war. Und rast nicht so, ne? Fahrt anständig. Ciao.